Moin! Hier ist wieder eure Julia, für euch unterwegs in der Region Rendsburg. Wer immer noch nicht weiß, was es mit diesen Skulpturen hier in Büdelsdorf an der Straße auf sich hat, der wird heute aufgeklärt. Denn dafür gehen wir heute auf die Nordart. Die Nordart findet seit 1999 statt und gehört mittlerweile zu den größten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Europa. Und Kunst kann man hier in alter historischer Kulisse erleben, nämlich in den alten Werkshallen der Gießerei Karlshütte. Und da schauen wir jetzt mal rein. Das heißt, die Nordart ist für groß und klein. Wow, was für eine einzigartige Atmosphäre hier in den Hallen. Jedes Jahr werden neue Künstler für die Nordart ausgewählt und das Gesamtkunstwerk von den sogenannten Kuratoren gestaltet. Und wir haben mal den Chefkurator der Nordart getroffen und gefragt, was hinter dieser Arbeit steckt. Zum Kurator, da braucht man ein bisschen Erfahrung. Das Beste ist auch, wenn man weiß um die Malerei, um die Bildhauerei, um die handwerklichen Dinge, wenn man darüber Bescheid weiß. Ist man auch durchaus dann nachher in der Lage, das alles zusammenzustellen. Geschick gehört da auch zu. Man muss auch keine Angst vor großen Räumen haben oder großen Plätzen. Als Besucher der Nordart sollte man auch keine Angst vor großen Räumen haben. Hier fühlt man sich oft ganz klein oder so richtig klein oder bedroht hier bei diesem Objekt von David Czerny, einem tschechischen Künstler, der auch oft hier zur Gegend ist. Er ist ein Exot und so wie Künstler exotisch sein können, ist er ganz besonders und das treffen wir aber auch bei anderen. Und er lebt seine Kunst und wenn wir Provokantes in seiner Ausstellung sehen, dann können wir sicher sein, dass er das auch lebt und ganz ehrlich so meint. David Czerny, ein Highlight der diesjährigen Nordart, bestimmt auch, wenn er hier ist. Und wir gehen jetzt mal in den Skulpturenpark, denn auf 80.000 Quadratmeter gibt es noch so einiges zu entdecken. Man kann sich der Kunst mal so richtig hingeben. Die Nordart, tierisch gut. Was es alles auf der Nordart zu entdecken gibt. Das sollte wirklich jeden Kunstliebhaber überzeugen. Oder etwa nicht? Ich glaube, die Nordart, auch über ihre Zeit hinweg, hat einfach die Leute schon überzeugt genug. Nun interessiert sich nicht jeder für Kunst, aber wer sich dafür interessiert, kommt mittlerweile aus München oder selbst aus Hongkong hier angeflogen. Man braucht ihnen eigentlich nur den Katalog zeigen und dann ist jeder davon überzeugt. Da hat er wirklich recht. Hier findet man nochmal alle möglichen Informationen zu den Künstlern hier von der Nordart und stellt fest, wie riesig und international die Ausstellung ist. Ich habe so viele Eindrücke gesammelt, es war bombastisch und ich lasse diesen Tag jetzt einfach nochmal hier in Ruhe im Park ausklingen. Sage Tschüss und Ahoi, bis zum nächsten Mal, eure Julia.